Wie sind Sie in dieser Woche zur Arbeit, zur Schule, zum Sport oder zum Einkaufen gekommen? Jeden Tag benutzen wir Straßen, direkt oder indirekt. Und auch für unsere Wirtschaft ist die Straße nach wie vor der wichtigste Verkehrsträger. Über 300 Milliarden Tonnenkilometer wurden 2023 transportiert. Haben Sie sich schon mal Gedanken darüber gemacht, wie Straßen überhaupt gebaut werden? Woraus? Das ist eigentlich ganz einfach erklärt. Eine Straße besteht aus Asphalt. Asphalt sind letztlich Steine in verschiedenen Größen und ein Kleber, der sie zusammenhält. Dieser Kleber heißt Bitumen. Und Bitumen ist ein Restprodukt aus der Erdölindustrie. Und genau das stellt die Industrie in den letzten Jahren vor immer größere Herausforderungen. Denn die Raffinerieprozesse von Erdöl werden immer effizienter, das Bitumen dadurch knapper und auch die Qualität nimmt ab. Eine Lösung dafür ist die Zugabe von Plastik in genau dieses Bitumen. Das wird schon seit Jahrzehnten gemacht, um insbesondere bei hohen Verkehrsbelastungen Straßen haltbarer zu machen. Dieses Bitumen und das Plastik sind verantwortlich für 2/3 der Kosten für das Material im Asphalt und außerdem für 3/4 der CO2-Emissionen. Wir produzieren jährlich Millionen Tonnen an Plastik für den Straßenbau und gleichzeitig verbrennen wir Millionen Tonnen, weil sich das Recycling nicht lohnt. Dass nun über den Green New Deal der Staat als wichtigster Kunde für den Straßenbau ökologische Kriterien in seine Beschaffung einbringt, birgt ein enormes Potenzial für Lösungen, die beides können. Wirtschaftlichkeit und Ökologie. Genau hier setzt EcoPulse an. Gemeinsam mit dem Fraunhofer ICT und der Universität Kassel haben wir ein Verfahren entwickelt, um aus genau dem Plastik, was sonst in die Verbrennung gehen würde, einen Zusatz für Asphalt zu entwickeln. Die EcoFlakes. Die EcoFlakes schaffen es im Asphalt, die gleiche Haltbarkeit wie neues Plastik zu erreichen und gleichzeitig die Materialkosten deutlich zu senken. Das bedeutet, dass die schmale Bruttomarge in der Bauindustrie um ca. 50% erhöht wird. Gleichzeitig können wir entlang der gesamten Wertschöpfungskette für jede Tonne Material, die wir verarbeiten, 2,2 Tonnen CO2 einsparen. Die gute Recyclingfähigkeit von EcoFlakes-Asphalt führt so dazu, dass das Plastik in einen neuen, zirkulären Produktkreislauf überführt wird. Würden wir alle Straßenbauprojekte in Deutschland mit EcoFlakes umsetzen, würden so fast 500 Millionen Kilo CO2 eingespart werden. Gleichzeitig sind Asphaltzusätze global ein Milliardenmarkt mit über 8 Milliarden Euro jährlichem Volumen. Wenn EcoPulse es macht, dann sparen wir mit jedem Euro davon 1,8 Kilogramm CO2 ein. Und das Gute daran? EcoPulse kann quasi ohne größere Kapitalinvestitionen wachsen. Wir geben unser Rezept an Recyclingunternehmen, die EcoFlakes für uns herstellen. Dieser Prozess lässt sich ohne größeren Aufwand und ohne weitere Investitionen von EcoPulse in nahezu jedem Land der Welt nahezu unbegrenzt replizieren. EcoFlakes statt Neuplastik. Diesen Ansatz konnten wir schon in über 30 Projekten in Deutschland, Österreich und der Tschechischen Republik beweisen. In diesem Jahr haben wir die ersten kommerziellen Großprojekte auch auf der Autobahn. Wir haben eine Kooperation mit einem Berliner Straßenbauunternehmen unterzeichnet und auch weitere in der Pipeline, die wir noch in diesem Quartal abschließen werden. Damit planen wir, unseren Umsatz in diesem Jahr auf 1 Million Euro zu steigern. Doch das ist erst der Anfang. Mit einem Entwicklungsansatz, inspiriert von der Pharmaindustrie, revolutionieren wir gerade die Art und Weise, wie Materialien für die Bauindustrie überhaupt entwickelt werden. Das gibt uns langfristig die Möglichkeit, als Technologieführer für neue Baumaterialien aus der Abfallwirtschaft im Markt zu stehen und über unser dezentrales Geschäftsmodell weitere Produkte für das Baugewerbe anzubieten. EcoPulse, das sind wir, ein Team aus jungen, talentierten Fachleuten mit jahrzehntelanger Erfahrung in Infrastrukturtechnologien, Materialentwicklung, Unternehmertum und dem Wachstum von Deep Tech Geschäftsmodellen. Werden Sie selber Teil von EcoPulse und investieren Sie mit uns in eine Zukunft, in der jede Straßenbaustelle ein Schritt in Richtung Nachhaltigkeit ist.